Unser nächster Gast hat ein ganz großes Amt übernommen, weil sein Vorgänger das Weite gesucht hat. Jetzt sorgt er im Reichstag dafür, dass unsere Politiker federn lassen müssen. Hier ist als Nachfolger des Bundesadlers der Bundesrabe. Große Klappe, schwarze Farbe, ich stehe vor euch als Bundesrabe. Der Bundesadler, ungelogen, ist aus dem Reichstag ausgeflogen. Er dachte sich, Scheiß auf Berlin, ich werde jetzt nach Jamaika ziehen. Ich kann die Kroko nicht mehr sehen und lass die jetzt im Regen stehen. Als Adler am Jamaika-Strand chillt grün, gelb, schwarz er dort im Sand. Deshalb steh ich jetzt nicht zu Klabe, statt Adler hier als Bundesrabe. An Weihnachten, pünktlich 24.12., 3 Monate nach der Bundestagswahl, ja, man glaubt sich, 24. September war das schon, konnte der Adler das Elend nicht mehr sehen und ist ab. Seine roten Socken, die hat er mir schon einmal noch dagelassen. Falls es wieder zur Kroko kommt, soll ich die schon einmal weil anziehen. Nun sitze ich halt in dem Reichstag rum, obwohl ich ja auch als Ersatz für den Wappen-Weißkopf-Seeadler von den Amis hätte anfangen können. Denn sein Kopf hat nämlich neuerdings so eine giftgrüne Patina. Das Grün kommt vom Kotzen. Der sogenannte Trump-Effekt. Trump steht übrigens ausgeschrieben für Twitter-Rambo und Machtprolet. Aber als Bundesrabe war ich ja sozusagen auch ohne neue Bundesregierung als Wappenvogel gesetzt. Die klauen uns die Zeit wie die Raben. Keine neue Regierung seit Monaten, aber am 13.12. haben sich parteiübergreifend einstimmig die Diäten erhöht. Das ist ja nicht mal rabenschwarzen Humor. Sigmar Gabriel nimmt das ja mit der Diätenerhöhung jetzt wörtlich. Seitdem der täglich ca. 5 Kilo abnimmt, ist er der beliebteste Politiker Deutschlands. Den Nachfolger als Parteivorsitzenden, den kennt ihr noch. Sigmar wird es ja mittlerweile schlecht, wenn er ihn sieht und nennt ihn nur noch den Würger von Würselen. Martin Schulz, im Vergleich zu mir als Rabenvogel, ist er eher als Andenkondor gestartet, als König der Lüfte emporgeflogen, als Bettvorleger gelandet auf der Kroko-Couch in Angelas Dacia in der Uckermark. Aber warum haben wir in Deutschland eigentlich gewählt? Rabenmutter Merkel hat es ja direkt nach der Wahl ihren Rabenkindern gesagt: Ich sehe keine Veranlassung, irgendwas zu verändern. Und seit Monaten ändert sich nichts. Aber wollt ihr überhaupt was anderes als Merkel? Wollt ihr sowas wie die Österreicher? Ein Kindergartenkind als Bundeskanzler? Niedlich, deswegen heißt er ja auch so, kurz. Das ist Jugendwahn in der Endstufe mit 17 Abitur, mit 20 Bachelor, mit 22 Master, mit 30 Bundeskanzler. Dabei liegt selbst in Österreich trotz Ötzi die Lebenserwartung weit über 36. Wollt ihr sowas wie die Franzosen? Da regiert jetzt Casanova Emmanuel Macron. Der hat seine Premierdame schon mit 15 Jahren vernascht. Seine erste Französischlehrerin. Kaum Präsident hat er in den ersten 3 Monaten schlappe 26.000 Euro für seine Visagistin bezahlt. Seit Mai 2005 ist Frau Merkel im Amt. Ja und?
Die war seit mehr als 12 Jahren nie beim Bischassist. Sie kommt halt mehr über die Intelligenz, weniger über das Aussehen. Ihre Mutter hat früher in der Uckermark schon gesagt, Angela, wenn du mal groß bist, kannst du alles werden, was du willst, nur halt nicht hübsch. Vielleicht solltest du es mal mit Sport probieren. Nordic Walking zum Beispiel, wie unsere Oma. Die hat mit 70 Jahren angefangen, jeden Tag eine Stunde zu walken. Sie ist jetzt 84 und wir wissen nicht, wo die ist. Ja, vielleicht nimmt sie ja den Seehofer gleich mit. Aber Seehofer hat es ja sowieso nicht leicht, Seite an Seite mit Rambo Söder in die nächste Bayernwahl. Er hat ihr den Vortritt gelassen als Spitzenkandidat, hat sich heimlich gedacht, der Klügere gibt nach und lässt es wie einen Unfall aussehen. Als Bundesrabe sitze ich im Plenarsaal ja unter lauter schrillen Vögeln da über dem Rednerpult rum. Schon morgens, wenn die ganzen Vogelarten hineinstolzieren, Ursula von der Leyen, der Schwarzstorch der CDU. Sie hat 7 Kinder, denn sie bringt sich die Kinder als Storch immer nur selbst. War schon Gesundheitsministerin, Arbeitsministerin, Verteidigungsministerin. Eigentlich ist sie ja gar kein Vogel. Bei ihr steht CDU ausgeschrieben für das Chamäleon der Union. Oder nehmen Sie Wolfgang Kubicki, der Paradiesvogel der FDP. Bei Kubicki stimmt es definitiv nicht, dass Männer nicht multitaskingfähig sind. Der kann ohne Mühe mehrere Probleme gleichzeitig ignorieren. Aber immer noch besser als sein Chef. Uhu, die gelbe Eule der FDP, Christian, ich erkläre die Welt, Lindner. Wenn den Merkel fragt, Christian, kannst du mir bei einem Problem behilflich sein, sagt er, klar, wie groß soll's denn werden? Jetzt kamen ja übrigens erste Details der Jamaika-Platznacht heraus. Lindner hat in der Sondierungspause einen Asterix-Band gelesen, den neuesten Asterix in Jamaika. Und hat dabei von den Kollegen im Kabinett Göring, Eckardt, Hofreiter, Seehofer und Dobrindt geträumt. Dabei fühlt er sich umzingelt wie in einem Asterix-Comic von den Kollegen denkt nichts, macht nichts, kann nichts und weiß nichts. Wen haben wir noch? Gauland, die braune Sumpfrohrdommel der AfD. Mit dieser jägergrünen Krawatte, mit diesen gelben Hunden drauf. Mixen Sie mal grün und gelb, wird halt braun. Aber das absolute Highlight der parlamentarischen Vogelwelt, Claudia Roth von den Grünen, der schwäbische Plapperpapagei aus Memmingen, abgebrochenes Theaterstudium der Theaterwissenschaft, dann Managerin von Tonsteine Scherben der Rio Reiser Band, danach pleite die Band, dann eben Politik und Vizepräsidentin im Bundestag. Manchmal sitzt sie im Plenarsaal und langweilt sich. Sie sagt dann zu Kubicki, dem anderen Vize, Wolfgang, ich gehe mal in die Stadt und kaufe mir was gegen meine Halsschmerzen. Sie kauft sich dann meistens Schuhe. Mit Göring Eckardt geht Claudia Papagei Roth ja jetzt immer bei Parlamentssitzungen alle 11 Minuten aufs Klo. Die Paar schiffen jetzt. Katrin Göring-Eckardt, Vogelkategorie Bruthinkel. Bei Bruthinkel wird nämlich alles immer feinst ausgebrütet. Und solche Leute, ich schwör's euch, erfinden dann den Veggie Day. Liebe Vegetarier, es hat schon seinen Grund, dass es dahin vegetieren heißt und eben nicht dahin schnitzeln. Aber wie komme ich da jetzt auf Peter Altmaier?
Als Allzweckminister der Übergangsregierung Merkel ist er ja sozusagen der Flugsaurier, der mit Rundumblick, damit der natürliche Fressfeind von Rainer Kallmund. Er sagt sich, ich bin jetzt in einem Alter, da siehst du lieber scheiße aus, aber dir ist es wenigstens warm. Und nach harten Verhandlungsnächten sagt Angela dann immer zu Altmaier, Peter, das Runde muss ins Eckige oder anders formuliert, du musst jetzt ins Bett. Und da muss ich jetzt auch hin, nur eins noch zum Schluss, dem Optimist sein Glas halb voll, dem Pessimist halb leer, nicht toll, nur viel entscheidender ist doch, wie viel Flaschen hast du noch, die Gläser hoch, Handys vom Ohr, mein Passwort fürs Leben heißt Humor. Hello. Applaus für den schrägsten aller Vögel, Applaus für den Bundesraben alias Thomas Hartmann und seinem rabenschwarzen Humor. Hallo! Doch jetzt guten Flug nach Heusenstamm.